Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um Arc Server Mods auf den Server einfügen. Und das ist eigentlich ziemlich simpel und einfach. A, braucht ihr erstmal die Mod für euch. Aber das habe ich in einem anderen Video auch schon gezeigt. Somit einfach sonst dort mal nachsuchen. So. Wir wollen jetzt eine Mod auf unseren Server einfügen. Dazu gehen wir auf den Reiter Mods und Workshop. Dann sind wir hier drin. Und hier stehen die ganzen Mods drin. Das ist eigentlich nur eine Nummer, die dann automatisch der Server erkennt und sie beim nächsten Restart dann aktiviert. Das Ganze machen wir jetzt einmal. Denn ich habe mir jetzt einfach mal eine Mod rausgesucht. Aus dem Workshop. Und wir nehmen jetzt einfach diese Mod hier. Gehen ein wenig da unten. Und hier haben wir eine Mod-ID. Die müssen wir einfach kopieren. So. Und dann können wir das hier wieder zumachen. Und jetzt ist wichtig, ihr macht ein Leerzeichen. Dann fügt ihr die Mod ein. Und dann macht ihr wieder ein Komma. Denn es muss immer ein Leerzeichen hier drin sein, wie ihr sehen könnt. Wenn wir jetzt auf Speichern gehen, dann habt ihr schon gesehen. Und unten wird sie gleich auch noch angezeigt. Hier ist die Mod jetzt drin. Und hier steht es auch nochmal nach dem nächsten Restart. Wird das Ganze aktiviert. Eigentlich ziemlich simpel und einfach. Und wie wir jetzt die Mod wieder entfernen können, falls die Mod kaputt ist oder so, da würde ich euch raten, testet die einmal solo. So bei euch halt privat. Und wenn alles funktioniert, dann packt ihr sie erst auf den Server. Denn es kann auch möglicherweise Mods geben, die den Server dann schrotten. Und dann müsst ihr den neu aufsetzen. Ist nur im schlimmsten Fall. Deswegen teste ich immer selber Mods erst so. Und ja, kommen wir zum Schluss eigentlich. Wie können wir die jetzt wieder entfernen? Da müsst ihr halt nur darauf achten, dass ihr auch die Nummer dafür habt, ne? Das heißt, so in unserem Fall jetzt die letzte Nummer einfach entfernen. Dann auf Speichern. Jetzt gehen wir nach unten und sie ist weg. Ja, gut, Leute. Das war es eigentlich schon wieder. Ganz simpel und einfach. Und ja, falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge, Video etc. pp. Ciao, ciao.